Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Bewegt, dem Talk mit außergewöhnlichen Menschen und ihren bewegenden Lebensgeschichten. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Gast heute ist Susanne Böhme. 2012 kollidierte sie bei einem Basejump mit einer Felswand. Sie überlebte den Unfall, blieb aber querschnittgelähmt. Die Ärzte machten ihr wenig Hoffnung, doch heute kann sie wieder mit Hilfsmitteln laufen und springt auch wieder aus Flugzeugen. Wie das möglich ist und was die Faszination Fliegen ausmacht, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Schön, dass Sie da sind, Frau Böhme. Ja, schön hier zu sein. Bevor wir anfangen, über Ihre Geschichte zu sprechen, würde ich gerne erstmal darüber sprechen, was ein Basejump und was ein Wingsuit ist. Denn ich denke, einige Zuschauer wissen nicht, was das ist. Ein Basesprung ist ein Fallschirmsprung von einem festen Objekt. Das kann ein Felsen sein, ein entsprechend hoher, oder auch ein Gebäude, eine Brücke, irgendwas, was eben entsprechende Höhe bietet. Ein Wingsuitflug ist ein Fallschirmsprung, bei dem man einen speziellen Anzug anhat. Das sieht ein bisschen aus, als hätte man sich als Batman verkleidet mit Stoffbahnen zwischen Armen und Beinen. Und das ist nicht nur so eine Schwimmhaut, sage ich mal, sondern wirklich aus Stoff geformte Tragflächenprofile, die sich mit Luft aufblasen, und mit Hilfe einer solchen Wingsuit kann man dann im freien Fall große horizontale Strecken zurücklegen und sinkt auch nicht ganz so schnell wie sonst. Sie haben ja bereits mit 16 Jahren Ihren ersten Fallschirmsprung gehabt. Wie sind Sie in so jungen Jahren zu einem nicht ganz ungefährlichen Sport gekommen? Eigentlich war es die pure Neugier, würde ich mal sagen, vereinfacht ausgedrückt. Ja, das war eigentlich ein Thema, was ich mir zum einen nicht wirklich vorstellen konnte, total weit weg von mir als ängstlichen Menschen, aber andererseits doch irgendwie so der Traum vom Fliegen, die totale Faszination dahinter. Und wenn man mal so Videos gesehen hat von Leuten, die das gemacht haben, dann sahen die immer so glücklich aus. Und das hat irgendwie neugierig gemacht. Und so habe ich irgendwann mal einen Tandemsprung gemacht und wusste eigentlich ab der ersten Sekunde so, wow, das ist meine Welt, das ist mein Sport, das will ich weitermachen. Wie groß ist eigentlich das Risiko, das man bei jedem Sprung eingeht? Da die Frage ja öfters mal aufkommt inzwischen, habe ich mal versucht, Statistiken zu finden. Und man kann sagen, Fallschirmspringen ist ungefähr so riskant wie Motorradfahren. Also nicht völlig absurd hoch, natürlich ein Risiko, was da ist, klar, wird in so einem Sport immer sein, aber auch nicht völlig aus der Welt, wo man jetzt was sagt, das ist was, das riskieren nur ein paar total Verrückte. Gerade beim Basejump sterben doch immer wieder Menschen, das ist ja dann auch immer in der Presse. Basespringen ist natürlich auch nochmal eine andere Welt in der Hinsicht, aber natürlich auch ein Sport, der so vielseitig ist, dass es schon wieder unmöglich ist, dazu überhaupt Statistiken zu machen. Und dann gibt es den Leuten auch sehr, sehr viel Freiheit natürlich. Es ist im Moment mehr oder weniger unreguliert, sodass Leute einfach machen, was sie wollen. Und ja, jeder wählt auch selbst, was er für ein Risiko eingehen möchte. Das muss man den Leuten natürlich auch zugestehen. Jetzt sind Sie eine sehr erfahrene Springerin gewesen und dennoch hatten Sie 2012 diesen schweren Unfall beim Basejumpen. Können Sie sich das heute erklären, wie das passiert ist? Ja, man versucht natürlich, das rauszufinden, weil man ja auch was daraus lernen will. Und soweit wir es nachvollziehen können, denken wir, dass ich beim Wegspringen ausgerutscht bin. Und das war halt eine Stelle, wo der Berg ein bisschen eine Rundung hat, wo man mit einem kräftigen Satz drüber springen muss, die ersten Meter. Und aus irgendeinem Grund bin ich da eben nicht gescheit weggekommen, nicht mit genug Schwung nach vorne. Was genau wissen Sie noch von diesem Sprung? Ich weiß eben, dass auf dem Boden, also es war Winter und da waren so größere gefrorene Stücke, die ich zum Teil halt zur Seite geschoben habe. Ich hatte auch eine Art Steigeisen an den Schuhen an, um eben nicht auszurutschen. Ich kannte ja genau diesen Gefahrenpunkt dabei. Und den Vorwurf muss ich mir zum Glück auch nicht machen, dass ich da schlampig war an der Stelle. Und trotzdem ist die Vermutung, dass eben unter so einem größeren Stück entweder ein Fels war oder dass das ganze Ding weggebrochen ist oder irgendwie sowas in der Art, dass ich da keinen richtigen Halt hatte. Ja, ich weiß, ich bin kurz nach dem Absprung wohl mit der Wand zusammengestoßen zum ersten Mal, habe mich dadurch überschlagen und bin dann ein weiteres Mal ziemlich heftig kollidiert mit dem Felsen, quasi in einer sitzenden Position, was mir die Wirbelsäule zertrümmert hat.
Ja, da habe ich die Querschnittlähmung davongetragen an der Stelle. Wie ich den Schirm aufbekommen habe, weiß ich nicht mehr. Also entweder habe ich dann selbst geöffnet sofort oder durch den Aufprall wurde der Schirm so weit aus der Verpackung gedrückt, dass er dann offen war eben. Und ja, dann musste ich noch irgendwie landen, was natürlich auch nicht schön ist, wenn man gerade feststellt, die Beine gehen ja gar nicht mehr. Ja, bin dann so schön, wie es eben ging, zu meinem geplanten Landeort geflogen, da irgendwie gelandet. Würden Sie sagen, dass es auch Glück im Unglück war in gewisser Weise? Definitiv. Also sowas zu überleben, eine Freifallkollision mit dem Berg, ist eigentlich nicht möglich. Da gibt es wahrlich nicht viele. Das ist eigentlich klar, wie das ausgeht. Von daher habe ich an ein paar Stellen riesiges Glück gehabt. Und was ging in Ihnen dann vor, als Sie gelandet sind? Das Erinnern Sie sich ist noch natürlich daran? eine Situation von absolut größtmöglicher Panik, die man sich so in einem normalen Bewusstsein gar nicht vorstellen kann oder mag, wo man eigentlich nur ums Überleben kämpft. Sie sind ja dann ins Krankenhaus gekommen. Was war die Diagnose der Ärzte? Ja, die Diagnose war eine inkomplette Querschnittlähmung. Inkomplett bedeutet in dem Fall, es sind entweder nicht alle Nerven komplett durchtrennt oder nur in Anführungszeichen gequetscht, wobei das Ergebnis schon einigermaßen komplett aussah. Also ich konnte ab der Hüfte abwärts nahezu nichts mehr machen. Und was war dann die Prognose der Ärzte? Was haben Sie ihnen gesagt? Ja, Ärzte sind generell ja sehr zurückhaltend, aus denen kriegt man fast keine Informationen raus. Zu mir haben sie gesagt, Frau Böhme, wir können nichts sagen. Es kann sein, es verbessert sich wieder, dass Sie vielleicht stehen können oder vielleicht auch wieder Richtung Laufen kommen. Es kann sein, es bleibt wie es ist. Wir können nichts sagen. Wenn man jetzt als begeisterte Sportlerin das Wort Querschnittlähmung hört, Das was geht ist da nicht in einem gut. vor? Ja, das ist erstmal eigentlich eine unvorstellbare Situation, weil mein Leben war geprägt von Aktivität in jeder Hinsicht. Ich hatte einen Job, der sehr handwerklich ist, habe eigentlich meine ganze Freizeit irgendwie mit Sport und Bewegungen ausgefüllt. Und dann lag ich da als Pflegefall und konnte mich nicht mal selber im Bett rumdrehen. Das war natürlich eine maximal unschöne Situation. Gab es dennoch in dieser Zeit dunkle Momente, Ängste und Sorgen? Natürlich, natürlich. Also gerade diese riesige Unsicherheit, da war ein ganz großer Berg an, ja, was mache ich hier eigentlich? Macht es überhaupt Sinn, dass ich versuche, irgendwas zu trainieren oder verschwende ich damit meine Zeit? Und einerseits waren so viele Leute, die an mich geglaubt haben und die mir geholfen haben und gesagt, komm, mach und probier das und wir helfen dir. Und da kann ich ja auch nicht Nein sagen, aber andererseits ist es halt auch so, ja, wenn man jeden Tag dann aufwacht und sieht, so, ja, außer ein bisschen rumzucken mit meinem Bein kann ich nichts machen, ist die Frage, ja, macht das überhaupt Sinn? Trotz der Querschnittlähmung sind Sie 9 Monate nach dem Unfall wiedergesprungen. Was hat Sie denn da angetrieben? Eigentlich das Gleiche wie immer. Das klingt jetzt ein bisschen absurd für jemand, der selbst nicht springt oder irgendeinen anderen Sport nicht betreibt, aber für mich war und ist es ja eigentlich mein ganzes Leben. Ich habe meine komplette Freizeit am Sprungplatz verbracht. Es macht eigentlich meine komplette Arbeit aus. Es ist eigentlich fast ein Großteil von dem, was mich ausgemacht hat zu dem Zeitpunkt. Und mir war klar, wenn es einen Weg dahin zurück gibt, der auch einigermaßen sicher machbar ist, so sicher, wie man falsch im Springen eben machen kann, dann werde ich den gehen. War es vielleicht auch für den Genesungsprozess wichtig, dass Sie wieder in ein Flugzeug steigen und springen für Ihre mentale Stärke? Vielleicht ja. Es ist ja ein schönes Ziel, auf das man sich freut, auf das man hinarbeiten kann, für das es sich lohnt, immer besser zu werden. Und ich denke allein so die positiven Gefühle, die damit verbunden sind, die bewirken vielleicht auch was. Also es war schon ein Zeitraum, wo ich angefangen habe, wieder zu springen, an dem auch viele Reha-Fortschritte zu sehen waren. Wie hat sich Ihr Leben nach dem Unfall verändert? Sie saßen ja dann im Rollstuhl, aber das Leben ging weiter. Eigentlich sah es erstmal so aus, wow, alles ist anders. Ich meine, wir mussten umziehen in eine andere Wohnung, dass ich überhaupt alleine mit dem Rollstuhl rein und rauskomme, was dann ja auch wieder sehr viel wert ist. Je mobiler und selbstständiger man ist, desto mehr Möglichkeiten hat man, auch was meine Reha angeht. Und ansonsten habe ich mir nach und nach eigentlich alles wieder zurückgeholt, was ich vorher auch hatte. Ich konnte meinen Job wieder weitermachen.
Ich konnte meinen Sport weitermachen. Eigentlich habe ich mein ganzes Leben so zurückgekriegt, was ich vorher auch hatte. Ein Jahr nach dem Unfall konnten Sie wieder stehen. Wie war das möglich? Ja, es war natürlich erstmal nur ein kurzer Moment, für den ich stehen konnte. Ich denke, es war möglich durch dieses lange, hartnäckige Training, was ich davor gemacht habe. Also ich konnte meine zwei Minimuskeln trainieren, dass sie immer stärker geworden sind. Es sind weitere Muskeln dazugekommen. Es hat ganze 3 Monate gedauert, bis ich im linken Bein zum ersten Mal überhaupt was bewegen konnte. Und ja, ich bin dran geblieben, habe immer weiter trainiert, bis es dann irgendwann eben gereicht hat für diesen kurzen Moment. Aber Sie springen wieder regelmäßig, aber kein Basejump mehr. Warum nicht mehr? Ja, warum nicht mehr? Es ist natürlich so, wenn man eine Familie hat, kommt damit auch eine große Verantwortung. Natürlich denkt man dreimal über alles nach, was man tut wahrscheinlich. Und ich denke, es wird mir auch nicht mehr das Gleiche geben. Also ich vermisse heute noch Dinge dabei beim Basespringen, aber es ist mehr dieses Gefühl von Freiheit, dass ich mich wirklich an die Kante stellen kann und denken, okay, es ist jetzt der Moment, in dem ich wirklich alles hinter mir lassen kann und nur diese komplette Freiheit spüren. Das könnte ich eben nicht mit dem Hintergedanken so, da ist noch jemand, für den ich verantwortlich bin. Sie haben über das Erlebte ein Buch geschrieben, ja. Steh auf und flieg. Was möchten Sie damit bewirken? Ich möchte damit eigentlich so viel wie möglich Positives in die Welt bringen. Ich sage, es ist ein Möglichmachbuch. Es ist extra nicht nur für Fallschirmspringer oder für Selbstbetroffene geschrieben. Im Gegenteil, es soll ein Buch sein, wo eigentlich jeder sich irgendeine Inspiration draus mitnehmen kann. Einfach zu sehen, okay, es gibt so viele Dinge, von denen wir denken, das geht jetzt wirklich nicht und das kann man nicht hinkriegen, das ist unschaffbar. Und jetzt sieht man ein Beispiel dafür, dass es eben doch schaffbar ist. Und ich hoffe, damit der Welt irgendwas Positives zurückgeben zu können. Für 2018 planen Sie eine Steh-auf-und-flieg-Tour. Jawohl. Was bedeutet das? Ja, die Planung steckt noch in den Kinderschuhen. Es wird eine Fahrradtour geben mit einem Spezialrad, was ich gleichzeitig mit Armen und Beinen antreiben kann. Und möchte grob gesagt einmal quer durchs Land fahren und zwischendurch Menschen inspirieren und motivieren und zeigen, was alles möglich ist. Gibt es Dinge, die Sie heute im Leben mehr schätzen als früher? Manchmal ja. Also ich denke, ich bin ein bisschen hemmungsloser geworden, das Leben wirklich zu genießen, einfach an dem Tag und in der Situation, die gerade da ist. Natürlich schleicht sich der Alltag auch wieder ein und man denkt es immer so, ja, wenn man sowas mal erlebt hat, dann ist man total entspannt mit den ganzen Alltagsbewegchen und ich jammer trotzdem, dass der Himmel grau ist und Schnee auf der Straße liegt oder das ganze andere. Das holt einen trotzdem wieder ein. Was raten Sie Betroffenen, denen gerade ein ähnliches Schicksal passiert ist wie Ihnen? Ich rate dazu, selbst ganz viel zu probieren und auch selbst ganz viele Ideen zu sammeln, sich gut zu informieren. Querschnittlähmung ist ein ganz weites Feld. Da ist jeder Fall wirklich unterschiedlich. Das ist total gemein, deswegen ist es auch so schwierig, Studien dazu zu machen. Man findet ja kaum keine zwei gleichen Leute, geschweige denn eine Gruppe von 100 oder sowas, die man eigentlich bräuchte. Jede Lebensgeschichte hat ihre Botschaft. Welches ist Ihre Botschaft? Meine Botschaft ist, was alles möglich ist, das finden wir erst raus, wenn wir es probiert haben. Und meistens ist es doch deutlich mehr als das, was wir gedacht haben. Frau Böhme, vielen, vielen Dank für dieses bewegende Gespräch und die persönlichen Einblicke, die Sie uns in Ihr Leben nach dem Unfall gewährt haben. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute und weiterhin viel Freude beim Fliegen. Dankeschön. Liebe Zuschauer, das war Bewegt für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Passen Sie gut auf sich auf und genießen Sie den Augenblick. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.